Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Alaskan Road Truckers. Wir sind mit neu lackiertem LKW in Richtung Norden unterwegs, in die kalte Zone. Wir haben minus 6,8 Grad, sind mitten im Herbst, leider noch kein Winter und haben hier die Folge mitten auf der Landstraße quasi beendet. Ja, leider kein Parkplatz in der Nähe, aber die Fahrzeuge weichen ja gut aus, obwohl wir eigentlich die Spur frei gemacht haben, dass die da einfach geradeaus durchfahren könnten. Aber egal, die wollen nicht. Ja, wir fahren auf jeden Fall in dieser Folge weiter in Richtung Norden und liefern da unsere wertvolle Fracht ab. Ja, wir haben hier von der Weihnachtsmannfabrik quasi Spielzeug bekommen und die müssen natürlich verteilt werden. Ja, bald ist Weihnachten. Wir haben Aufnahmedatum, ist der 8. November. Es geht steil auf Weihnachten zu. Müssen wir natürlich alles ausliefern, die ganzen Spielzeugsachen. Soll da kein Kind traurig sein an Weihnachten, deswegen machen wir das. Natürlich immer dem guten Zweck quasi im Hintergrund und ja, fahren wir einfach mal weiter. Energie sieht einigermaßen gut aus. Ja, wir sind noch bei über 50%, also müssen nicht schlafen. Wir haben ja ein bisschen Hunger, aber ist auch noch okay. Also die ganzen Sachen sind in Ordnung. Da wir ja erst in der Werkstatt waren, sollte eigentlich auch beim LKW alles in Ordnung sein. Also erwartet uns eigentlich eine richtig angenehme Fahrt. Ich denke auch mal, dass wir keinen Schnee haben werden im Norden. Das ist irgendwie kalt genug, wäre es eigentlich. Es wird aber oben trocken angezeigt. Es schneit auch jetzt nicht mehr. Wir hatten jetzt, ich glaube, seit 2, 3, 4 Folgen kein Schnee mehr. Also kein Schnee mehr, was vom Himmel geschneit ist. Auf der Straße lag ja eh noch nicht so wirklich was, außer einmal ein bisschen. Richtig Schnee hatten wir aber jetzt noch nicht hier erlebt, dass wir eine weite Fahrt im Schnee gemacht haben. Da warten wir immer noch drauf. Ja, ansonsten genießen wir einfach mal die Fahrt, gucken mal, was noch so alles anfällt. Vielleicht platzt uns ja irgendwann mal ein Reifen, da bin ich ja auch noch gespannt. Weil es kann ja theoretisch während der Fahrt passieren, dass ein Reifen platzt. Ich bin mal gespannt, ob das im Spiel wirklich so krass umgesetzt ist, dass dir dann vielleicht das Lenkrad aus der Hand gerissen wird oder, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nur, dass Reifen platzen können. Wir haben ja aber auch erst neue Reifen drauf gemacht, also ich denke mal nicht, dass die jetzt direkt kaputt gehen werden. Wir sind jetzt eigentlich für den Winter vorbereitet, also Winterreifen haben wir aufgezogen, somit steht dem Winter eigentlich nichts mehr im Wege. Aber das wäre auch mal interessant zu wissen, was passiert, wenn jetzt ein Reifenplatz wäre in der Fahrt. Ich weiß, man kann die Reifen anscheinend auch so wechseln hier vor Ort. Oder jedenfalls kann man die Reifen reparieren. Man kann die mit so einem Set flicken erstmal bis zur nächsten Werkstatt. Steht aber auch im Spiel beschrieben drin, dass das keine Dauerlösung ist, sondern dass man dann die Werkstatt muss, neue Reifen und so weiter. Wie in der Realität. Gibt es ja auch so Sets, da kannst du irgendwas in den Reifen reinsprühen oder du hast schon irgendwas bei den Reifen drin. Dass, wenn der platzt, wird das Loch quasi verschlossen und gut ist. Ja, ist aber natürlich keine Dauerlösung. Mein Vater hat zum Beispiel auch so ein Spray im Auto drin, was er in den Reifen reinsprühen kann. Hat dafür keinen Ersatzreifen drin. Ich habe dafür in meinem Auto einen Ersatzreifen drin. Kein Spray, dafür Ersatzreifen. Was besser ist, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Beste ist, man braucht es einfach überhaupt nicht. Beides nicht. Natürlich ist es besser, wenn du keinen Ersatzreifen mit dabei hast, wenn du jetzt Gewicht einsparen möchtest, ist für den Verbrauch besser. Das auf jeden Fall. Also ein Reifen wiegt ja doch immer ein bisschen was. Ja, schleppst du die ganze Zeit mit dir rum im Auto. Aber ob das jetzt so spürbar ist, ob du jetzt den Reifen mit dem Auto hast oder nicht, weiß ich nicht. Was ich immer krass fand, war, wenn mein alter Focus, war ja so ein 3-Zylinder, 1 Liter EcoBoost-Motor mit 125 PS, hat eigentlich genug Power gehabt so an sich. Aber krass war es halt bei dem, wenn du jetzt ein paar Leute mitgenommen hattest, zum Beispiel, ich habe meinen Vater ab und zu mal durch die Gegend kutschiert mit seinen Motorradclub-Leuten. Wenn du aber dann dein Auto voll belegt hast mit Leuten, die so 80, 90, 100 Kilo wiegen, der kleine Motor, und du wolltest irgendwie einen Berg hochfahren, boah, das war ein Kampf. Da hast du wirklich kämpfen müssen, dass die Kiste nicht rückwärts den Berg runtergerollt ist. Da hat dem Auto dann die Power gefehlt. Das ist jetzt bei meinem jetzigen, das ist ja jetzt ein Diesel mit 4 Zylinder, ja, 2 Liter Hubraum quasi. Das ist schon was anderes als dieser EcoBoost. So an sich, wenn du alleine durch die Gegend gefahren bist oder zu zweit, war das voll in Ordnung. Du musstest halt immer mit rechnen, wenn du Gas gegeben hast, ist dein Auto immer erstmal in so ein Loch reingefallen, bis er dann richtig hochgezogen hat. Aber wenn er dann hochgezogen hat, dann richtig. Aber du musstest halt immer mit rechnen, wenn du jetzt mal schnell irgendwo anfahren wolltest und hast Leute im Auto gehabt, musstest du erstmal so ein bisschen auf Rückenwind hoffen. Das war schon wirklich interessant. Wenn es dann irgendwie steil irgendwo hochging,
musstest du fast den tiefsten Gang reinmachen, dass du da dann irgendwie mit Vollgas da hochgekommen bist. War schon interessant. Also war schon, was das betrifft, stellenweise eine etwas herausforderndere Fahrt als mit dem jetzigen Auto, ganz klar. Aber ansonsten an sich, mit dem Beast konntest du dich durch den Schnee kämpfen, hatte ich ja auch schon erzählt vor ein paar Folgen, als ich da nach Fulda hoch bin, zum Weihnachtsmarkt, mit einer Freundin mit dabei. War schon ein richtiges Schneebiest. Aber ja, wenn halt so viele Leute drin waren, zu viel Gewicht, dann hat er richtig gekämpft, der Motor. Der Turbolader ist halt nicht so ganz alt geworden von dem Ding, aber klar, wenn du natürlich so einen kleinen Motor hast, dann tut der Turbolader ziemlich viel richten. Ja, hat nicht mal die 100.000 Kilometer geschafft. Aber wenigstens hat Ford nochmal da aus Kulanz ein bisschen was übernommen. War zwar nicht viel von den 1.000, weiß ich gar nicht mehr, 1.600, 1.700, 1.800 Euro, ich bin mir nicht mehr sicher, haben so 165 Euro übernommen. Aus Kulanz. Weil er nicht mal die 100.000 erreicht hatte, ich war immer bei den Inspektionen, immer das Auto gepflegt und so weiter und so fort. Ja, mein klar, die Inspektionen retten den Turbolader auch nicht, wenn der einfach belastet war und belastet wurde und ja, einfach viel leisten muss. Aber es ist halt trotzdem ärgerlich, weil das Auto war auch nicht gerade günstig gewesen damals. Und dann hast du halt so Probleme. Und wenn du halt so einen Motor rausbringst, dann sollte der schon ohne Probleme, beziehungsweise auch der Turbolader, die 100.000 locker überstehen. Aber ja, Lebensdauer von so einem Turbolader, glaube ich, um die 120.000 Kilometer nur oder so. Ungefähr. Ich weiß es nicht, 100, 120.000 ist schon echt wenig. Und dann halt eine verdammt teure Reparatur. Das alles Coole ist, wenn der Turbolader richtig am Arsch ist, du bist eine richtig geile Nebelmaschine. Das ist ganz interessant. Aber da fühlt man sich auch unwohl, durch die Gegend zu fahren. Beziehungsweise darf man ja auch nicht mehr und kann man auch gar nicht mehr richtig. Der Turbolader ist mir damals auf der Autobahn verreckt. Da hatte ich gerade so 100 Sachen drauf ungefähr, war ganz gemütlich auf dem Weg zur Arbeit. Plötzlich hat es so einen Ruck durchs Auto getan und dann war die Leistung komplett weg. Konntest du Vollgas geben, du hast die 80 km/h nicht mehr erreicht. Du bist langsamer geworden, so 60, 70 konntest du noch halten. Musstest halt ganz schön tiefe Gänge nehmen, damit das Auto das halten konnte. Und dann war es halt voll die Nebelmaschine. Und da hast du erstmal gemerkt, wie viel Leistung eigentlich dieser Kack-Turbolader übernimmt. War schon interessant. War auf jeden Fall mal eine Erfahrung. Eine teure Erfahrung. Mit viel Wartezeit auf den Abschleppdienst. Um die 4 Stunden. 4 Stunden irgendwas habe ich gewartet. Aber das war auch wieder sowas. Ich finde ja sowieso, heutzutage wird man viel zu häufig irgendwie angelogen am Telefon oder allgemein wird man viel zu häufig angelogen. Ich weiß nicht, warum dieses Anlügen auch bei Firmen oder Unternehmen oder Versicherungen oder Abschleppdienste oder sowas so zum Standard geworden ist. Entweder wissen es die Leute nicht besser und erzählen dann irgendeinen Blödsinn oder sie machen es einfach, damit sie ihre Ruhe haben. Was ich fast eher befürchte. Weil damals der am Telefon hat auch gesagt gehabt, ja, also ich habe beim ADAC angerufen, kann ich ja sagen. So, hab gesagt, mein Auto ist zwar noch fahrfähig, ich bin aber eine fette Nebelmaschine und es zieht überhaupt nicht mehr. Ich kann nur mit Rückenwind beschleunigen. Ich hätte gern, dass mein Auto abgeschleppt wird, weil es beim Fahren auch komische Geräusche im Motorraum macht. Es klackt komisch, es hört sich nicht mehr gesund an. Ich möchte nicht, dass diese Karre noch weiter fährt. So. Da hat er gesagt am Telefon, ja, okay, wenn sie es so beschreiben, würde ich ihnen direkt den Abschlepper schicken, dann kommt nicht erst der gelbe Engel vorbei, sondern ich schicke direkt einen Abschlepper raus, wird aber trotzdem dauern, weil an dem Morgen war verdammt viel los. So, was war? Nach 2,5 Stunden ungefähr kam dann doch der gelbe Engel. Man hat sich das Fahrzeug angeschaut und hat gesagt, ja, probier nochmal zu fahren, wenn es zu viel raucht oder komische Geräusche macht, bleibst du stehen. Ja gut, einen Kilometer gefahren, wieder stehen geblieben, weil hinter mir keine Sau mehr was gesehen hat. So, der Pannhelfer ist ja dann mitgefahren, also der ist vorne weggefahren und ich bin halt dann auf den nächsten Parkplatz wieder gefahren. Wie gesagt, war nicht weit, Kilometer oder so, bin ich da stehen geblieben. Hat er selber gesagt, nee, wir lassen's. Das sieht nicht gut aus. Hinter mir sieht keine Sau mehr was. Und bin ich dann da stehen geblieben und hab nochmal 2 Stunden warten müssen, bis dann irgendwann ein Abschlepper kam. War schon mal schön kacke. Wurde ich auch wieder am Telefon schön belogen. Oder jetzt bei den Versicherungen, bei dem Wasserschaden, wurde ja auch gesagt, ja, das wird übernommen, das wird übernommen, das wird übernommen. Beim nächsten Gespräch war es dann, ja, nee, das übernehmen wir nicht, das übernehmen wir nicht, das übernehmen wir nicht. Am Ende, was war? Dann haben es doch übernommen. Ja, kompletter Wahnsinn. Und halt jedes Mal, wenn du angerufen hast, hast du irgendwas anderes gehört. Dann wird dir 30.000 Mal erzählt, ja, die Person meldet sich heute noch bei Ihnen.
Oder ja, die Person ruft jetzt in der Stunde nochmal zurück. Du sitzt dann einfach 5 Stunden lang vor deinem fucking Telefon und es ruft dich keiner an. Bis du wieder da anrufst und auf einmal hast du die Person am Telefon, wo du dann auch denkst, what the fuck? Muss doch nicht sein, dass man da so rumlügt irgendwie. Keine Ahnung, was da heutzutage los ist. Das ist irgendwie zum Standard geworden. Egal, was du machst, du wirst erstmal grundsätzlich angelogen, habe ich das Gefühl. So, wir sind auch übrigens schon im Norden angekommen. Ohne Schnee, ohne Probleme, ohne Regen. Alles gechillt. Ohne Probleme hergekommen. Und verdammt schnell. War eine gute Fahrt, wir sind gut durchgekommen. Ja, aber keine Ahnung, ihr könnt ja auch mal berichten, kommt es euch mittlerweile auch im Leben so vor, dass ihr irgendwie überall nur noch grundsätzlich belogen werdet? Oder ist es, hab ich einfach nur irgendwie Pech, dass ich ständig irgendwie an Menschen gerate, die irgendwie chronische Lügner sind und es nicht schaffen, einmal die Wahrheit zu sagen? Ich meine, ich hätte auch kein Problem mit, wenn man mir sagt, ja, sorry, gerade viel zu tun, die Person wird sich im Laufe der Woche bei Ihnen melden, das ist okay. Ja, dann ist es halt so. Aber wenn man mir halt sagt, ja, in der Stunde meldet sich nochmal die Person bei Ihnen und am Ende meldet sich halt keiner und man rennt dann wieder hinterher nach ein paar Tagen, dann fühlt man sich halt schon irgendwie so ein bisschen verarscht. Und das ist halt irgendwie schade. Weil keiner möchte belogen werden und wenn es um wichtige Sachen geht, möchte man ja auch so schnell wie möglich wissen, wie es weitergeht und das ist halt irgendwie so kein Zustand mehr. Und ich habe halt irgendwie das Gefühl, es wird immer mehr statt weniger. Was halt echt schade ist. Ja, hätte er mir am Telefon damals gesagt, hätte einfach gesagt gehabt, ja, ich würde ihn gerne Abschlepper schicken, aber ich darf's nicht, weil erst der gelbe Engel quasi gucken muss, der Pannenhelfer. Was hätte ich dann gemacht? Hätte ich gesagt, ja, okay, wenn das so die Vorschriften sind, ist okay. Aber mir halt am Telefon sagen, ja, nee, wenn es so ist, schicke ich ihn direkt einen Abschlepper und am Ende kommt nach 2 Stunden erst der Pannenhelfer und dann weitere 2 Stunden später der Abschlepper. Dann fühle ich mich da auch schon wieder verarscht, weil es einfach eine unnötige Lüge gewesen ist. Ja, deswegen, da frage ich mich halt dann immer, wissen es die Leute nicht besser oder erzählen sie einfach irgendeinen Schwachsinn, damit sie ihre Ruhe haben? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich finde es immer ein bisschen schade. So, stehen wir da. Ich fand jetzt den Parkplatz angenehmer als den anderen da. Also, weil hier konnte ich jetzt rückwärts dran fahren. Das mag ich mehr als da vorwärts mich irgendwie da ranzutasten an die Mann, an den Zaun da. So, dann stehen wir hier. Machen wir die Kiste aus. So, das Licht können wir auch mal ausschalten. Wir haben mittlerweile schon 14.49 Uhr. Oje. Ja, okay. Gespeichert haben wir wieder mal nicht während der Fahrt, wie immer. Steigen wir mal aus. Hängen wir das Ding ab. Büro ist direkt hier hinten. Dann sind wir schon wieder im Norden angekommen. Ja, krass. Irgendwie vergeht die Zeit immer schneller. Wahnsinn. So, vollständig ausgefahren. Dann trennen wir noch die ganzen Leitungen hier ab. Rot wieder mal zuerst. Und grün. So, dann trennen wir das hier noch. Und dann sagen wir Moin. Hallo. Ist da auch ein Kürbis oder ein Halloween-Gesicht auf dem Laptop gerade drauf? Habe ich da richtig gesehen? Es sah irgendwie so aus. Boah, also das Spiel hat auf jeden Fall die komplette Strecke außenrum berechnet, die uns damals zu Beginn von dieser Tour hier quasi berechnet wurde. Einmal der komplette Umweg um die halbe Map quasi. Wir hatten das ja dann anders gelöst. Ganz offiziell, hust, hust. Und jetzt haben wir noch 13 Stunden übrig. Das ist krass. Also wurden fast 13 Stunden für diesen Bogen da außenrum berechnet. Okay. Ja, wir haben wieder einen Bonus gekriegt, also 11.000. Wäre schön, wenn man auch irgendwie XP-Bonus kriegen würde. Das würde mich wirklich mal freuen. Wie sieht's denn aus? Ja, 336 Punkte von 1.500, weil es wird ja pro Level auch immer noch mehr Punkte, die wir brauchen. Also das wird wahrscheinlich ein halbes Jahr dauern, bis man irgendwann mal hier oben angekommen ist. Und dann, du brauchst ja halt auch für alles noch Punkte. Das heißt, du brauchst hier 2 Punkte, da 2 Punkte, da 2 Punkte. Hier 3 Punkte, da 3 Punkte, da 3 Punkte. Ja, das ist einfach wahnsinnig viel Punkte, was du da brauchst. Wahnsinnig, wahnsinnig viel. Naja, machen wir gerade mal hier ein Foto. Ich kann immer nur sagen, ich finde, der sieht in Schwarz immer noch 1000-mal geiler aus mit der Stoßstange hier vorne dran als vorher mit dem Weißen. Ich kann es einfach nicht oft genug erwähnen. Auspuff ist bei dem ziemlich egal, weil der hinten versteckt ist. Sieht doch kein Mensch. Und trotzdem mal einen schöneren genommen. Okay, dann gucken wir doch gerade mal nach den Aufträgen.
Haben wir irgendwas Schönes? Irgendeine B-Lizenz? Irgendwas mit einem komischen Auflieger? Beschädigte Maschinen ist alles CD, leider. Da ist gerade nichts verfügbar. Hier hatten wir Metallrohre an Pumpstation 3, Pipeline-Komponente an Pumpstation 1. Das wäre halt jetzt nur schön zum Leveln, aber das ist halt langweilig. Alte Reifen, Alaskan Tire Industries, das ist wahrscheinlich wieder ganz, ganz, ganz unten, so wie es aussieht von den XP. Ja. Ja, ganz, ganz, ganz unten. Ganz unten. Weiß ich nicht. So, das hatten wir, da hatten wir geguckt, da hatten wir geguckt. Dann haben wir aber noch eine Firma hier. Autoglas. Nee, Autogas. Autoglas, hab grad schon gedacht, hä? Autoglas. Autogas, LPG. Kennt jeder. So, was haben wir hier? Militärflughafen. Delta Junction. Sind jetzt nicht so ansprechende Aufträge dabei. Deswegen bin ich gerade überlegen, ob wir ins Motel gehen und ruhen uns da aus und gucken dann, ob da andere Aufträge sind. Hier hätten wir wenigstens eine B-Lizenz-Fracht. Ja, die Metallrohre, die wiegen wieder schön viel. Aber das ist halt irgendwie alles nichts so Besonderes. Ich würde sagen, wir gehen mal ins Hotel, ruhen uns aus. Wir brauchen ein bisschen Schlaf, brauchen noch ein bisschen was zu futtern. Und dann sehen wir weiter. Vielleicht gibt es ja bis dahin dann neue Aufträge oder beziehungsweise wenn wir im Hotel waren. Das kennen wir ja mittlerweile schon zu Genüge. Also da waren wir jetzt schon ein paar Mal. Vielleicht gibt es dann nach dem Schlaf neue Aufträge. Vielleicht auch nicht, weil wieder Ingame-Zeit vergehen muss, bis neue Aufträge kommen. Ich weiß es nicht. Wir probieren es mal. So, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, notfalls müssen wir halt irgendeine andere Fracht nehmen. Hauptsache, wir haben was zu tun, weil hier die ganze Zeit dann rumstehen ist halt auch irgendwie ein bisschen blöd. So, Motor aus. Ich muss mal überlegen, essen wir erstmal was? Nee, komm. Gehen erstmal ins Hotel, schlafen eine Runde. 15 Uhr, es wird dunkel. Eieiei. Schlafen wir erstmal eine Runde. So, okay, wie viel brauchen wir denn? 6 Stunden Schlaf, dann sind wir bei 99%. Machen wir 7 draus. Haben wir noch 23% Hunger? Uiuiui, wir haben Hunger. Auf jeden Fall. Unsere Ernährungsanzeige sieht mega schlecht aus. Und wie kann das sein, dass ich im Hotel erfriere? Was zur Hölle? Ich erfriere doch nicht im Hotel. Ja, ist gut. Ab in den warmen LKW, was ist denn jetzt los? Ja, wir haben minus 12,5 Grad hier in der Nacht. Heftig. Aber was ist denn das? Gehst ins Hotel und erfrierst erstmal im Hotel. Ich glaube, es hackt. Erstmal eine warme Pizza hinterher, oder? Ah, haben wir keine mehr. Okay, müssen wir gerade mal hier gucken. Okay, was haben wir denn noch schönes? Tiefkühlpizza. Ja, zum Aufwärmen wäre das schön. So, nehmen wir. Stopfen wir in die Mikrowelle. Verhebt in 5 Tagen. Okay, dann müssen wir die wirklich mal essen. Da erfrieren wir fast das erste Mal, obwohl wir im Hotel waren. So. Oder war das einfach jetzt nur die Anzeige, dass es kalt ist draußen? Wäre aber schon ein bisschen übertrieben, wenn man jetzt 2 Sekunden draußen steht. So, da ist unser Hunger fast gestillt. Haben wir noch irgendwas Kleines? Hm, hab alles ein bisschen zu Großes gekauft. Na gut, wir gucken mal nach den Aufträgen. Was halt auch noch cool wäre, wenn man hier auch im LKW frieren würde, bis man die Heizung einschaltet. Weil aktuell ist die Heizung anscheinend nur für die Fenster da. Im LKW ist hier immer warm drin irgendwie. Das ist noch ein bisschen merkwürdig. Aber ansonsten. Ganz cool, dass wir jetzt minus 12 Grad haben. Bohrausrüstung dürfen wir alles nicht fahren. Ersatzteile. Allgemeine Güter, Pumpstation 2. Zisterne. Autogas darf ich nicht fahren. Da brauchen wir Lizenz C. Da brauchen wir noch einen Punkt für. Alte Reifen. Ja, würde 10.000 bringen. 257 XP. Ich bin fast wirklich dafür, dass wir die Metallrohre zur Pumpstation 3 bringen. Das sind 140 XP, ist Klasse B, ansonsten easy. Ist nicht ganz so weit, vielleicht hat dann die Pumpstation noch irgendwas Interessantes auf Lager an Aufträgen, dass wir vielleicht wieder hochfahren können. Wir gucken einfach mal. Also ich bin dafür, dass wir die Metallrohre fahren. Die waren normalerweise hier drüben, oder? Genau, dann fahren wir dahin. Holen wir uns den Auftrag, ist einmal gegenüber. Da waren wir auch schon öfters.
Jetzt habe ich, fällt mir gerade ein, ich habe jetzt wieder vergessen, nach der letzten Folge das Spiel neu zu starten. Ich nehme ja alles hier am Stück gerade auf wieder. Wir sind immer noch in Version 10 unterwegs, ja, Update-Version 10. So nochmal nebenbei erwähnt. So. Dann fahren wir gerade mal da drüben rein. Oh, habe ich jemanden gerammt? Verdammt. Ich habe einen Unfall gebaut. Ich habe den komplett übersehen. Ich habe auch keinen Scheinwerfer auf dem Boden gesehen. Na dann. Oh, wir sollen die Kühlerabdeckung anbringen. Ja, okay. Es ist verdammt kalt. Also bei minus 12 Grad friert unser LKW. LKW kalt. LKW braucht Wärme. So, dann. Wo haben wir sie? Kühlerabdeckung. Ups. Reifenketten brauchen wir noch nicht. Kettensäge kann ich auch mal ablegen. Luftfilter ist kein Platz mehr für. Ich bin gerade am überlegen, ob wir den Wintermantel auch mal anziehen. Kann ich den? Ziehen wir gerade mal an. Ausgerüstet. So. Dann frieren wir auch jetzt nicht mehr, wenn wir hier aussteigen. Ja, man merkt, es geht Richtung Winter. Ja, wir verwenden die Kühlerabdeckung. Sogar amerikanische Flagge als Kühlerabdeckung, alles klar. Ja, Amis, das will man auch noch sagen. Okay, wenn du sowas in Deutschland machen würdest, wärst du gleich wieder ein Rassist. Das ist immer das, was ich schwierig finde. So, ich hätte gerne die Metallrohre. Vielen Dank, schönen Tag noch. Ziehen Sie sich dick an, es ist kalt draußen. Gut, da ist unser Auflieger mit den Metallrohren. Da jetzt einfach eine amerikanische Flagge vorne dran. Eieiei. So. Da die aber kaputt geht mit der Zeit, würde ich sagen, ziehen wir die einfach wieder aus. So. Ausgezogen. Schon 99%. Brauchen wir im LKW nicht. Im LKW ist warm. Gut. Müssen zwar gleich nochmal aussteigen, aber ich glaube, die 2 Sekunden werden wir überleben, oder? Die brauchen wir dann eher, wenn wir irgendwie Bäume weghauen vielleicht oder so. Wir probieren es dann gleich nochmal. Ohne Jacke. So. Da stehen wir dran. Schalten mal kurz den Motor aus. Hoffe, die Batterie macht das mit. Nicht, weil es so kalt ist, dass wir da Probleme kriegen. So. Es ist kalt, ich weiß. Einmal anhängen. Nee, jetzt friert er nicht gleich. Also er ist vorhin wirklich nur im Hotel kurz erfroren. Das ist natürlich merkwürdig. Ein bisschen Kälte hält er aus. Wir haben unten links zwar ein Symbol, dass es kalt ist, aber mehr aktuell noch nicht. Also wären wir vorhin wirklich fast im Hotel nur erfroren. Das ist natürlich krass. Wenn man da einfach so nix ahnt, ins Hotel geht und wachst tot wieder auf und weißt nicht mal, dass du tot bist, weil du im Schlaf gestorben bist. Ja, da wird's kompliziert. So, okay, alle Kabel sind angeschlossen. Ist ein Start klar. Rein wieder in den warmen LKW. Schmeißen wir die Kiste an. Los geht's, oder? Unserer amerikanischen Flagge vorne dran. Aua. Gerade die Hand angestoßen am Schreibtisch. Aua. Schwer verletzt. Ich löse nie mehr die Handbremse mit der Leertaste. Wie haben Sie Ihren Daumen gebrochen? Ich wollte die Handbremse lösen am Computer. Ja, sorry, Kollege. Ich habe dich auszusehen gerammt, mein armer LKW. Ich habe den aber echt nicht gesehen. Normalerweise müsstest du ja Lichtschein oder so sehen, aber gar nichts. So, ich hole jetzt extra weit aus, damit er nicht nochmal eine reinkriegt. Kann es sein, dass unsere Scheibe da an der Seite gefriert? Super. Ich glaube, unser Zeug friert, glaube ich, ein. Machen wir die Heizung mal an. So, wir haben jetzt auch durch die Kälte... Oh, na, Auto kaputt gegangen. Hast einen Unfall gebaut, hä? Ja, normalerweise verbraucht unser LKW jetzt auch mehr Sprit. Wir sehen auch jetzt unten rechts ein Symbol, dass wir quasi die Kühlerabdeckung vorne dran haben. Und dann fahren wir jetzt mal zur Pumpstation 3.
bei minus 12,5 Grad mitten im Herbst. Dann bin ich wirklich mal gespannt, wie krass kalt der Winter wird, wenn der Herbst schon minus 12,5 Grad hat. Kann nur besser werden. Bestimmt minus 20, minus 30 oder mehr. Na, was leuchtet da vorne so rot? Achso, das ist Landebahn wahrscheinlich oder Hubschrauberlandeplatz oder sowas in der Art. Keine Ahnung. Festgefrorene Wicher. Oh. Unsere Scheibenwicher sind festgefroren. Ja, wir sehen's. Wir haben da komplett Frost drauf. Unsere Scheiben frieren auch ein. Okay. Wir haben also die ersten Probleme wegen Temperatur. Wir haben einen Eiskratzer dabei, damit können wir die Scheibenwicher wieder lösen. Aber brauchen wir gerade nicht. Noch sehe ich was. Wir müssen aber halt dann wahrscheinlich während der Fahrt gleich maschen. Oder beziehungsweise dann hier auf der Strecke mal stehen bleiben und die Scheiben wieder frei machen. Aber das bei minus 12,5 Grad die Scheibenwicher während der Fahrt anfrieren, finde ich ein bisschen übertrieben. Also das hatten wir auch schon hier gehabt. Und wenn du die Scheibenwicher einmal gelöst hattest und die Scheiben freigekratzt hattest, dann frieren die während der Fahrt nicht nochmal an, weil du hast ja die Heizung im Fahrzeug an, dann kommt die Wärme an die Scheibe erwärmt sich zwar nicht wirklich, aber es friert halt nicht mehr so ganz. Ist die Straße eigentlich glatt? Nö, oder? Das ist immer so ein Test, den ich gerne mal in der Realität mache, einfach mal so ein bisschen Lenker machen oder halt mal eine Vollbremsung machen oder mal schön auf die Bremse springen und wenn dein Auto rutscht, weißt du, es ist glatt. Kannst du immer im Winter schön vor Fahrtbeginn oder während dem Fahrtbeginn dann mal schnell testen, wenn keiner natürlich hinter dir ist. Ja, man sieht's, es bilden sich ein paar Tropfen an der Scheibe. Er ist ein bisschen ungemütlich, das heißt, wir werden gleich mal stehen bleiben, damit ich dann die Scheibenwischer benutzen kann. Bevor ich hier noch irgendwas übersehe, weil ich die Scheiben nicht frei machen kann. Wäre mir aber natürlich am liebsten irgendwo an einem Parkplatz. Ja, es wird langsam Zeit. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sicht ist mehr so semi-optimal. Naja, wir bleiben mal stehen. Oh, ich wusste nicht, dass es hier so steil runtergeht. Okay, aber gut, das will man machen. Wir müssen jetzt halt mal stehen bleiben. Ich hoffe, ich komme hier nur immer wieder raus. Ja, heißt doch nochmal Winterjacke anziehen. Ich weiß nicht, wie lange wir da brauchen für. So, haben wir angezogen. Dann gucken wir doch gerade nochmal, wo hatten wir die Sachen drin hier. Kratzer. Gehen wir doch gerade mal raus, unseren Scheibenwischer mal enteisen und wieder lösen. So, da komme ich wahrscheinlich auch nur von der Motorhaube aus dran, gehe ich mal davon aus. Oder? Ja, Scheibenwischer. Was stand da? Ich muss... mit Scheibenwischer interagieren, um Wischer zu enteisen. Mit Scheibe interagieren, um Wischer zu enteisen. Ah, da, okay. Ich habe den Punkt nicht gesehen. So, kratz, kratz, kratz. Ja, das ganze Zeug ist da vorne festgefroren. Okay. 125 Erfahrung. Boah, da kannst du ja im Winter richtig die Mechanikerpunkte leveln, wenn du das öfters machen musst. Das ist gar nicht so verkehrt. Ja, aber ich weiß jetzt immer noch nicht, für was ist die Heizung? Frage ich mich halt so ein bisschen. Und wird es hier drinnen nicht kalt? Ich habe keine Ahnung. So, Wintermantel wieder aus. Wir sind im warmen LKW. Festfrieren tun die Scheibenwischer ja trotzdem. Naja, auf jeden Fall haben wir wieder Sicht. Das ist die Hauptsache. Funktionieren die jetzt auch wirklich wieder? Ja, sehen zwar immer noch eingeeist aus, aber funktionieren.
Oh, wir sind beim S angekommen vom Herbst. Sehr schön. Ach, der Winter naht, der Winter naht. Aber schön, dass wir jetzt langsam so die ersten Probleme von den Minustemperaturen kennenlernen. Ja, dass wir unseren Kühler abdecken müssen, dass wir unsere Scheibe freikratzen müssen, zwar während der Fahrt, während die Heizung an ist, aber okay. Bin ich bei minus 12 Grad ein bisschen übertrieben, dass das schon so ist, aber ist okay. Mal gucken, was noch alles kommt. Wie gesagt, erhöhter Spritverbrauch bei großen Minustemperaturen hat man auch. Müssen wir auch mehr auf den Sprit achten. Früher oder später werden die Straßen wahrscheinlich noch platt werden. Wir werden mit Schnee noch zu kämpfen bekommen. Und so weiter und so fort. Lauter schöne Sachen. Gucken, ob auch irgendwelche Sachen am LKW noch schneller kaputt gehen, wie die Batterie zum Beispiel. Oder jetzt das Heizgerät, was ich anhab. Ob es was bringt, ich denke mal nicht. Ich weiß nicht, was es bewirkt. Das ist auch so ein bisschen mein Problem. Normalerweise Heizung, klar, wenn es kalt ist, draußen ist es auch im Fahrzeug kalt. Deswegen Heizung. Wir frieren aber nicht im LKW. Genauso haben sie auch eben, oder hat die Heizung eben nicht verhindert, dass die Scheiben nicht da festgefroren sind. Und die Scheibe war trotzdem gefroren. Also, für was genau ist die Heizung? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Wenn man vielleicht dann auch erst doch irgendwann merkt, für was die genau gut ist. Oh, es fängt an zu schneien bei minus 12 Grad. Komm, das muss doch aber jetzt reichen, dass Schnee liegen bleibt, oder? Ich will endlich Schnee fahren. Okay, das kriegen wir schon irgendwann hin. Ich fahre auch eigentlich total gerne in der Realität im Schnee. Eigentlich. Also mit meinem alten Auto habe ich es gerne gemacht. Wie sich der jetzt schlägt im Schnee, kann ich nicht so wirklich sagen. Zu selten im Schnee gefahren. Überholen, gleichzeitig das Tablet oder auf dem Tablet wieder die App starten und dann Gegenverkehr im Auge behalten hier. Eieiei. Leben am Limit. Reinster Selbstmord. Ja, bis jetzt ist noch nicht glatt. Noch alles ganz normal. Trotz minus 12 Grad. Wir haben aber auch die Reifen mit dem besten Grip. Und wir sind schon wieder bei einer halben Stunde angekommen. Krass. Aber wir fahren den Auftrag noch fertig in der Folge, würde ich sagen. Sind noch 100 Meilen. Also die Folge wird ein bisschen länger. Wird ein bisschen länger. Ich bin ja immer noch in der Urlaubsvorbereitung, ist aber auch, glaube ich, jetzt fast einer der letzten Folgen von der Urlaubsvorbereitung. Danach gibt es wieder aktuellere. Jo, sechster Gang ist ein bisschen arg. Motorbremse benutzt. So, jetzt können wir einen sechsten.
vorbei? Ich glaube ja. Och nee, die Scheibenwischer sind schon wieder festgefroren. Och Mann, für was haben wir die Heizung? Ich schalte die dann gleich nochmal aus. Komm hier im Gegenverkehr, schalt mal die Heizung aus. So, bringt doch eh nichts. Gucken, ob die Scheibe jetzt wenigstens auch noch einfriert oder ob die nur nass bleibt. Ich habe keine Lust deswegen jetzt schon wieder hier an der Straße stehen zu bleiben. Aber es bringt mir nichts. Muss stehen bleiben, ich sehe nichts richtig mehr. Oh Mann, das ist natürlich gefährlich. Mache ich sehr ungern. Sehr ungern. Und es kostet halt Zeit. Das kommt auch noch dazu. Komme ich da auch einfach so dran an die Scheiben nehmen? Muss ich auch erwähnen. Ich muss jedes Mal erstmal die Motorhaube aufklappen. So, Windschutzscheibe. Interagieren. Mal gucken, wie lange der Eiskratzer das mitmacht, bis der kaputt ist. So, haben wir schon wieder 125 Punkte gekriegt. Das ist das einzig Gute. Wir kriegen schön Mechanikerpunkte dadurch. So. Wieder startklar. Ah, schneit aber jetzt mehr mittlerweile. Für alle, die sich jetzt schon durch die Schneeflocken irgendwie gestört fühlen, weil man so schlecht sieht, wo man hinfährt, das ist noch gar nichts im Vergleich zur Realität, wenn du im Dunkeln da wirklich Auto fährst oder so, das ist noch schlimmer. Muss ich wirklich in den vierten Gang gerade? Wirklich? Aber ich drehe nicht die Räder durch, oder? Hallo, voll der Kampf hier. Was ist da los? Ist vielleicht doch ein bisschen glatt. Ich weiß ja nicht. Es sind doch nur noch minus 11,2 Grad. Ist doch voll warm. Ich will ja nichts sagen, aber unser LKW hat gerade echt Probleme. So steil sieht es eigentlich gar nicht aus. Jetzt geht es wieder ein bisschen besser. Ja, aber in der Realität, wenn so richtig schöner Schneefall ist und du fährst irgendwie auf der Autobahn durch die Gegend, es sieht noch schlimmer aus als das. Da musst du dich so konzentrieren, dass du den Weg überhaupt siehst, wo du lang fährst. Mann, das macht dich halt richtig pluner. Wenn du dich auf den Schnee konzentrierst, während der Fahrt ist vorbei, dann siehst du halt gar nichts mehr. Wenn du dann noch Fernlicht anmachst, ist es noch schlimmer. Sieht noch cooler aus, aber ist noch schlimmer. So, wir lassen den Motor mal ein bisschen bremsen. Ich glaube, bei euch auf YouTube in dem Video ist es noch schlimmer, weil YouTube ja bei so dunklen Sachen die Videos noch ein bisschen verunschönert. Da sieht es noch schwieriger dann aus mit der Sicht. So. Wir haben noch 15 Meilen ungefähr, also wir sind so gut wie da. Wir haben es geschafft. Ja, da fragt man sich nur manchmal, wo ist die Straße? So richtig schneit. Da siehst du ja nichts mehr. Du siehst, wenn der Schnee auch noch liegen bleibt, siehst du da keine Markierungen mehr auf dem Boden und so weiter. Das ist dann immer ein bisschen schwierig. Weil wenn du dich auskennst in der Gegend, kein Problem, aber wenn du irgendwo fremd bist,
dann siehst du nirgendwo mehr die Straßenmarkierung und so weiter. Dann hast du echt ein Problem. Ach, das ist hier die Firmeneinfahrt. Okay, da müssen wir gucken, dass wir da rumkommen. So, das Schild würde ich ungern mitnehmen. Müssen wir doch mal in den ersten Gang. Kann sein, dass wir das Schild jetzt links streifen. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Na, müsste aber eigentlich reichen. Ja, das reicht. Und jetzt hier hochkämpfen, während es schneit. Aber das feiere ich ja, dass man hier auch so richtig blöde Einfahrten hat. So, jetzt muss man schön hier Richtung Stoppschild fahren und dann hier rüber schwenken, dass wir rumkommen mit dem Popo. Dann nochmal hier ein Stück geradeaus, und noch ein bisschen besser rum. Und dann ist die Frage, wohin damit? Wenn du da den dahin manövrieren willst, hast du auch Spaß. Dann müsste man erstmal hier links entlang, oder man fährt halt hier rein. Das könnte man auch machen. Ah, da vorne kommt man gut rein. Da vorne kommt man gut rein. So, hier habe ich überlegt, reinzufahren. So, wir fahren gerade nur nach Spiegel. Ich glaube, es wäre aber ganz gut, wenn wir jetzt bald schon mal einschlagen. Vielleicht sogar schon ein bisschen spät. Ach, da hinten wäre auch noch was. Okay. Da hinten wäre auch noch was, wo wir abstellen können. Ja, jetzt habe ich natürlich ein bisschen zu arg eingeschlagen. Kann man nämlich an diese Betonbegrenzung ran. Aber das ist auf jeden Fall ein interessantes Gelände. Da kann man sich mal so ein bisschen austoben mit seinen Einparkkünsten. Wir könnten theoretisch auch noch neben die Halle fahren, aber naja, komm, wir versuchen es hier. Aber das gefällt mir hier auch viel mehr als im ETS. Aus dem Grund, dass man hier einfach mal so ein bisschen rangieren muss, ein bisschen gucken muss, wie fährt man am besten wohin, dass man dann an dem Ort rauskommt, wo man gerne hin möchte. Das finde ich ganz cool, dass man hier so überlegen muss. Wie macht man sich am einfachsten? Und ich fand jetzt das hier am einfachsten, weil hier so geradeaus reinfahren, dann hätte ich vielleicht auch ein bisschen Probleme gekriegt hier mit dem Reinfahren, weil die Einfahrt doch ziemlich eng ist. Hier erst reinfahren, dann rückwärts hier zurückstoßen, wäre vielleicht auch ein bisschen unangenehmer geworden. Und da vorne ist halt einfach viel Platz zum Reinfahren. Hast du weniger Probleme. So, und dann stehen wir schon perfekt hier vor der Halle. Genau. So. Haben wir das schon mal geschafft. Okay. Warnblinker aus, Licht aus, Motor aus, Licht schalten wir hier aus, Heizung hatten wir eh ausgemacht, Heizgerät, ich weiß nicht, wofür das, was das bringen soll, ich überfragt, müssen wir irgendwann mal in die Anleitung reingucken oder halt mal austesten, wann sich das irgendwie bemerkbar macht, dass es jetzt gut gewesen wäre, wenn wir das Heizgerät angehabt hätten. Vielleicht, wenn wir im LKW schlafen, aber weiß es nicht. Keine Ahnung. Kann sein, dass es wirklich dafür gedacht ist, wenn man im LKW schläft, dass man das bei den Minustemperaturen braucht. Aber warum braucht man das dann erst bei minus 12 Grad, nicht bei minus 6 Grad? Dann wären trotzdem minus 6 Grad im Fahrzeug. Also, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Naja. Wir hängen jetzt auf jeden Fall hier noch ab, gehen noch ins Büro rein, geben den Auftrag noch ab und dann gucken wir mal, was wir in der nächsten Folge machen.
So, alle Kabel getrennt. Trennen. Büro war genau wo da? Ich hoffe, da ist schön warm drin, ne? Hallo. Einmal abgeben. Season Premium haben wir wieder 604 bekommen, haben wir 3623 hier verdient. Ist okay. Oh, fatal Error. Game has crashed. Alles klar. Ja gut, dann hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat. Dann kommen wir halt zum Folgenende. Falls ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten und gerne auch den Kanal mit der Mitgliedschaft unterstützen, würde sehr weiterhelfen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.